Hallo, mein Name ist Sven Elverfeld vom Restaurant Aqua hier im Ritz-Carlton in Wolfsburg in der Autostadt. Stil, was ist Stil, Küchenstil? Ich glaube, ich möchte gar nicht mit unserer Küche in eine Schublade gesteckt werden, weil ich möchte nicht darüber nachdenken müssen, wenn ich eine Idee habe. Einfach frei sein im Denken, wenn ich was habe, eine Idee habe, möchte ich diese Idee ausleben und es so machen, wie mir es gefällt. Und das ist für mich die Freiheit, die ich mir nehme, die Freiheit, mit der ich glücklich bin, ohne irgendwo vergleichbar zu sein. Aber ich glaube, wo wir heute stehen, hat auch sehr viel damit zu tun, dass wir sehr stark eine geschmacksbetonte Küche haben, die mir persönlich sehr wichtig ist. Dass die Produkte, die Aromen herausgearbeitet werden, denn was für mich persönlich am längsten in Erinnerung bleibt, wenn man was isst, wenn man was genießt, ist einfach der Geschmack. Eins meiner Lieblingsgerichte im Moment ist die Auster- und Rinderrohfleisch. Es ist die Idee, etwas vom Meer und etwas vom Land. Die Auster hat einen sehr jodigen Charakter in Verbindung mit dem feingeschnittenen Rinderfleisch, Rinderrohfleisch. Gibt es eine gewisse Cremigkeit, vereint mit den Noten von Pinienkerne, Kapern, die Frische, Zwiebelcreme mit Sardellen, das Fischige zu unterstützen. Wird getoppt mit gefrorener Hollandaise. In der Hollandaise haben wir auch etwas Pinienöl, um den Piniengeschmack noch ein bisschen heraufzuheben. Das Ganze wird gefroren mit flüssigem Stickstoff, um damit eben diese kühle, kurz bevor das Gericht zum Gast geht, die kühle, fettige Creme auf ganz dezent auf den drei Raviolis platziert. Dieser Schmelz beim Essen, beim Genießen, durch das Schmelzen wird das Fett gelöst und hebt diese Aromen alle nochmal sehr stark heraus. Dadurch, dass eben das Fett der starke Geschmacksträger ist. Mit der gelierten Essenz vom Ochsenschwanz bekommt das Ganze eine Würze und eine Frische durch die Oyster Leaves. Nochmal das Grasige, das Grüne und ist für mich im Moment das vollkommenste Gericht auf der Karte. Der Schweinebauch ist das aktuellste Gericht auf der Speisekarte. Die witzige Herangehensweise war, dass die Anlehnung an ein klassisches deutsches Gericht, an Schweinebraten, Kartoffeln, Sauerkraut. Wir haben das Ganze zerpflückt, haben das Ganze versucht, auf unsere Art und Weise neu zu interpretieren, etwas leichter zu machen, eine Leichtigkeit bewahren. Der Hauptprodukt, der Schweinebauch, wir haben auf Holzkohle angegrillt, dass die äußere Schicht auch gut Röstaromen vorhanden sind. Danach im Sous-Vide gegart. Das hat den Vorteil, dass durch den langen Garvorgang im Sous-Vide die Grillaromen von außen nach innen ziehen, dadurch sich sehr gleichmäßig verteilen. Das Ganze wird ca. 2 mm aufgeschnitten als Hauptprodukt. Alle anderen Produkte, das Sauerkraut, kleine Röstkartoffeln, etwas Apfelwürfel, werden auf dem Teller drapiert. Der Schweinebauch wird darüber gelegt. Darauf setzen wir dann ein Apfelgelee, als Streifen geschnitten. Wir haben eine Balsamico-Emulsion, um eine Säure noch zu geben, eine Säure-Süße noch zu geben, wie die Glasur eines Schweinebratens. Wir servieren noch eine Schweineschwarte, die wir gedämpft haben, die wir dann getrocknet haben, geschnitten haben, frittiert haben, um diese knackige Schwarte wieder zu geben. Das Ganze wird mit Kartoffelchips fertiggestellt und mit einer leichten Apfel-Schweine-Jus am Tisch dann eben noch angegossen.